Okay, dann die Ihr-Form bei diesen unregelmäßigen Verben. Das ist das Einfachste. Das kann ich euch jetzt gleich sagen. Es gibt nämlich nur zwei Sonderfälle, und zwar essere, sein, und bere, trinken. Aber die anderen sind alle regelmäßig. Ja? Also diese Verben sind eigentlich unregelmäßige Verben, nur in der Ihr-Form ist es regelmäßig. Und könnt ihr euch erinnern an die Regel für die Ihr-Form? Sagt ihr, Michele, was willst du, den Trainer auswechseln, ja, wie im Fußballfeld? Nein, dann solltet ihr das Video gucken. Der Trick ist nämlich, das R mit einem T austauschen aus dem Infinitiv, aus der Grundform. Also wie zum Beispiel avere, seht ihr das R? Und das mit einem T austauschen, dann habt ihr schon die Ihr-Form. Okay? Jetzt machen wir diese Übung ganz, ganz schnell. Ich gebe euch die Ihr-Form und ihr gebt mir den Infinitiv. Ihr müsst also nur das T, was ihr hört, mit einem R austauschen. E queste tutto. Potete. Noioso, ist langweilig, gell? Aber ab und zu so eine banale, langweilige Übung ist auch wichtig, damit man das schön vertiefen kann. Volete. Dovete. Ach, Michele, gibt's nicht was Interessanteres? Na, okay, schauen wir mal. Siete. Also nicht ganz so zurücklehnen. Ein paar Knaller habe ich schon noch. Okay. Dite. Preferite. Fate. Sapete. Bevete. Ja, es ist wieder eins von diesen 200 gemäßigen. Okay, jetzt machen wir ganz, ganz schnell. Ich gebe euch die Infinitivform und sage euch dann auch das Italienische, das Deutsche, die Ihr-Form, und ihr übersetzt es. Volere, ihr wollt. Potere, ihr könnt. Avere, ihr habt. Essere, ihr seid. Bere, ihr trinkt. Ah, das waren die zwei, aber dann wieder R mit T einfach austauschen. Okay? Fare, ihr macht. Uscire, ihr geht aus. Andare, ihr geht. Venire, ihr kommt. Okay, facile. Penultimo Round, die vorletzte Runde. Jetzt ein bisschen die Sie-Pluralform, ja, die ich ja immer gerne ausblende in meinen Videos, weil die jetzt wirklich nicht so wichtig sind. Aber jetzt in diesem Video machen wir die komplette Konjugation auch. Und auch hier kann ich euch einen Trick geben. Wenn ihr jetzt Verben habt auf are, also wie fare, ja, die RCS-Form ist fa, in der Singularform. Und die Sie-Mehrzahl ist einfach ein no dranhängen. Fanno. Ja? Fa, fanno. Va, sa, a. Ja, für die Schlauen unter euch, da habt ihr doch schon gesehen, a, anno. Ja, Michele hat gesagt, nur die are-Verben, aber are, avere, das ist ein ere-Verb. Okay, es gibt ja ein paar Ausnahmen. Ci sono delle eccezioni che confermano la regola, die Regel bestätigen. L'eccezione che conferma la regola. Okay, und bei den ere- und ire-Verben, da geht ihr von der Ich-Form aus und hängt ein no dran. Also ich kann, posso, und sie können mehrere. Ich muss, devo, und sie mehrere. Ich will. Okay, auf Italienisch oder Deutsch, Michele? Deciditi, entscheide dich. Dann mache ich auf Italienisch. Voglio, ich will, aber mehrere, sie.
Bevo. Ich trinke, aber mehrere Leute trinken. Dico, ich sage, mehrere Leute sagen. Esco, ich gehe aus, mehrere Leute gehen aus. Preferisco, ich bevorzuge, mehrere Leute bevorzugen. Capisco, ich kapiere, mehrere Leute kapieren. Jetzt war ich doch schneller als meine Gedanken oder meine Sprache. Ich hoffe, ihr seid nachgekommen. Ansonsten zurückspulen, Pause drücken, nochmal angucken. Das ist ja das Schöne an den Videos. L'ultimo round, io direi, die allerletzte, veramente l'ultimo round Runde. Wir werden jetzt abwechselnd im Ping-Pong konjugieren. Ich beginne mit der Ich-Form, ihr gebt mir die Du-Form, okay? Voglio. Vuole. Volete. Und andersrum, jetzt sagt ihr, ich will. Vuoi. Vogliamo. Vogliono. Da machen wir noch 3, 4, okay? Ich, die Ich-Form, ihr, die Du-Form und so weiter und so fort. Bevo. Beve. Bevete. E viceversa. Ich trinke. Bevi. Beviamo. Ok, ma questa è una zanzara qua, sta qui una mucca. In inverno, in vinta. Posso. Può. Potete. E viceversa. Ich kann. Puoi. Possiamo. Possono. Und mit müssen machen wir auch. Devo. Deve. Ah, b. Abbiamo, dobbiamo. Dovete. Ok, mamma. Essere, sei natürlich, sono. Ah ne, Moment, Michele. Wir machen dovere nochmal, ihr beginnt. Ich muss. Devi. Dobbiamo. Devono. Machen wir essere, sein. Sono. È. Siete. Ah, sono und sono. Ich bin und sie sind. So, dann beginnt ihr mit. Ich bin. Sei. Siamo. Sono. So, und jetzt machen wir zwei Verben gleichzeitig, weil die ja von den Endungen gleich sind im Reim, ja? Und zwar haben und wissen. O, so und die Du-Form. Dann die RCS-Form. A, sa. Die Wir-Form. Okay, Homo sapiens. Dann avete, sapete, aber jetzt wieder Gleichklang. Mehrere Leute haben und wissen.
Und das machen wir vice versa. Gebt ihr mir. Ich habe, ich weiß. Und ich gebe euch die Du-Form. I sei. Abbiamo, sappiamo. Hanno, sanno. Okay? Dasselbe machen wir jetzt mit andare und fare. Die Ich-Form und Ping-Pong konjugieren. Ich gebe euch die Ich-Form zuerst. Vado, faccio. Aber die Du-Form, da hören sich beide wieder gleich an. Ja, wer hat's gewusst? Okay. Habt ihr vielleicht das Video schon mal gesehen, oder? Avete molto talento. O siete molto concentrati. Wie Talent oder sehr konzentriert. Okay. Va, fa. Andate, fate. Aber jetzt ist wieder rein. Okay, viceversa, nochmal andersrum. Beginnt ihr mit ich gehe und ich mache. Dann die Du-Form von mir. Vai, fai. Andiamo, facciamo. Vanno, fanno. E l'ultima, dann machen wir das letzte. Vengo, ich komme. Und die Du-Form, denkt an die Autobahn. Aha. Viene. Und wir kommen. Venite. Und. Ja, von vengo, vengono. Okay, e viceversa. Ich komme. Vieni. Veniamo. Vengono. Va bene. Questo è tutto, la coniugazione irregolare dei verbi irregolari, dei unregelmäßigen Verben. Das sind jetzt mal die wichtigsten, es gibt noch ein paar andere. Aber wenn ihr das so ein bisschen drauf habt, dann werdet ihr in Zukunft weit kommen. Schaut euch, wenn ihr das noch nicht wisst, das Übungsvideo für regelmäßige Konjugation an. Oder geht einfach zu meinem nächsten Video und dann könnt ihr weitermachen in diesem Italienischkurs. Allora, io vado, ich gehe. E voi cosa fate? Und was macht ihr? Jetzt habe ich das ihr und voi gesagt natürlich, muss man aber auch nicht. Kann einfach sagen, vado e cosa fate? Seht ihr einfach in der Endung mit der Konjugation, da ist man schon die Ich-Form oder die Ihr-Form. Ciao, ci rivedremo, mi raccomando.